Das ist etwas sehr, sehr seltsam. Hatten wir jetzt mit einem Safe State oder? Ich glaube schon, oder? Ich glaube ja. Genau, hatten wir. So. Ja, also FRPGs, das ist so eine Sache, die musst du üben. Das ist einfach, wenn du gut schreiben kannst, dann hast du schon mal einen Vorteil, wenn du halt in andere Rollen schlüpfen kannst. So RPG-Makerer haben da vielleicht einen Vorteil, weil die ja ständig in Rollen schlüpfen müssen und die sich mit den Charakteren gut schreiben müssen können. Von daher, was sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach, noch ein Stern, okay. Von daher, ja, was schreibt er? Den muss ich kurz erstellen, einen Moment. Ach so, okay. Okay, dann warte ich auf dich. Also ich selbst finde ich definitiv das Bartimeus RPG interessant, da mir diese Welt echt sehr gefällt. Das ist auch so eine Sache, Bartimeus ist, ich finde das Worldbuilding ist da jetzt nicht so ultra geil. Also du kannst nicht sondern auf sonderlich ultra viel aufbauen, weil da noch nicht allzu viel gemacht wurde. Also so wirklich so tief gehen, dass halt wirklich jetzt wie in einem Pen and Paper oder so, dass das so wirklich so umfangreich ist. Ihr könnt dann, ihr beide könnt dann auch entscheiden, was ich spielen soll. Hab jetzt keinen Plan, großartig. Ach, da ist er ja. Hallo, moin, Gayboy. Hallöchen, willkommen beim Stream. Ach, der Freunde Felsen. Ach Gott, der Stern. Nein, ich finde es einfach super, dass Magie definiert wird. Ich hasse es, wenn Magie einfach so da ist. Ja, genau, das ist auch. Genau, wurde Magie nochmal in Bartimeus definiert? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe die Bücher vor anderthalb Jahren oder so das erste Mal gelesen. Komplett alle. Nee, das war sogar noch während meiner Ausbildung gewesen. Glaube ich. Achter Freunde Felsen sind wir jetzt, ne? Also, wir spielen gerade Mario 64 übrigens. Das hatte ich mal im Stream angefangen. Wir sind gerade so weit, dass wir das kann ich gerade nicht anzeigen lassen. Wir haben das Erdgeschoss fertig, wir haben Big Boost Borg fertig und haben nur noch das hier, glaube ich. Ich bin gerade voll falsch gelaufen. Hier muss ich doch gar nicht hin. Das war sehr gewagt. Ich bin irgendwie gesagt, übrigens der beste Mario 64 Spieler. Übrigens bei My Magic 6 bin ich jetzt so weit, dass fast alle ihre zweiten Promotion-Quests bekommen haben. Es fehlt nur noch der Ritter. Das, wo Matze die übelsten Probleme hatte, den zu kriegen. Dass die Magie per Beschwörung der Dämonen funktioniert. Ach, stimmt ja, genau. So ähnlich habe ich das auch für Jäger abgekupfert. Jäger ist übrigens ein RPG-Maker-Spiel von Chessra, was er gerade entwickelt. Zur Info. Und Chessra ist einer von den Alternate Gamers von meiner YouTube-Gruppe. Und ist immer RPG Maker Together mit drinne. Aber ich hasse die Felsen. Nee. Ja, nee, komm. Alte Auto-Aiming-Felsen hier. Voll die Auto-Aiming-Felsen. So, wir müssen jetzt. Hier müssen wir hoch, glaube ich, oder? Oh, Wandsprung, ich hasse ihn. Ja, es fängt schon mal gut an. Ja, geht doch. Wow, das war sogar geil. Hat sogar geklappt. Finde ich gut. So. Ich hoffe, es funktioniert bei Game Boy jetzt alles hier, weil Hitbox ist so ein. Ist manchmal. Naja, Twitch backt manchmal rum, Hitbox irgendwie genauso. Ich glaube, wir haben das alle. Alle, das heißt. 7, 8. Wir haben das, den Keller fertig. Yeah. Okay, läuft bis jetzt einwandfrei. Finde ich sehr gut. Bei Chester irgendwie hatte das Problem, dass er alle Dreiviertelstunde neu laden muss, weil der irgendwie der Stream abkackt total, weil der dann irgendwie offline als offline gezeigt wird oder so ähnlich. Es kommen nur noch die oberen Räume. Ich glaube ja, erstmal kommt der zweite Bowser, dass wir da oben freischalten können. Dann kommt das oben, beziehungsweise. Damn, ey. Die oberen Räume, also die im zweiten Stock kommen noch, also dieses Atlantis Aquaria und das Schneelevel und so weiter. Und dann kommt auch die letzten beiden Welten noch.
Und dann war es das auch schon gewesen. Soweit. Aber das hier müssen wir, glaube ich, auch erstmal freischalten. Wenn mich alles täuscht. Ach, genau, wir müssen da. Ich habe die Welt vollkommen vergessen. Wilde Wasserwerft, Mädchen bekloppt. Und ich hasse diese Welt, ey. Hier müssen wir den ersten Stein, glaube ich, machen, dass wir dahinter zu Bowser kommen. Aber wir müssen das sowieso komplett voll machen hier. Ändere Bowsers U-Boot. Ich bin mal gespannt, wie oft ich jetzt hier sterben werde. Och nee, die Truhen, ey. Das sind ganz unschöne Erinnerungen an diesen, an diesen, an diese Truhen. Oh ja, Wasserwelten. Ja, Wasserwelten. Ah, Gameboy übrigens, unten in dem der Stream-Beschreibung stehen auch die Projekte, die ich momentan spiele. Hauptsächlich spiele ich halt wirklich RPGs meistens. Mario. Von wem war denn das? Von irgendjemandem wollte, dass ich an Mario spiele. Und hab's dann halt angefangen. Oder ich hab's selber angefangen wollen oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ja. Was wir momentan auch so spielen, sind RPG Maker, Trash Games von mir. Also ich bin da selber auch Makerer und hab da teilweise sehr, sehr schlechte RPG Maker Spiele früher abgeliefert. Die meisten wurden nie released. Also von daher, naja. Das bin ich auch meistens teilweise froh, dass die nicht nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Ja, festgehalten habe ich übrigens auch nicht, weil ich habe keine Webcam. Und ich weiß auch nicht, ob ihr mich sehen wollen würdet. Ja. Naja. So. Und hopp und hopp. Kamera. Hör auf. So, das war ja nur einfach. Okay, das klingt mal nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich hab noch so viel vorzuspielen, ganz ehrlich. Ich habe noch so viel vor. Ich glaube, wir machen erstmal die Betty fertig, bevor wir ins Bowser gehen. Ich habe noch Tales of freie Final Fantasy Reihe. Hauptsächlich die Final Fantasy Reihe will ich noch machen. Ich will noch viele RPG Maker Spiele machen. Noch so viele, was ich noch LP oder streamen möchte. Also, ich mache das schon seit 2010. Ich mache das ein Jahr nachdem Matze angefangen hat. Was ich ja krass finde, ich habe ihn nur am ein Jahr verpasst. Ich damals mit ihm angefangen. Weißt du, ich würde ihn heute privat kennen. Obwohl, ich glaube, damals war ich ouch, anders drauf gewesen. Ich glaube nicht, dass ich da ihn kontaktiert hätte. Und ich hasse diesen Strudel. Lass mich zufrieden. Ich glaube, ich hab lieber nochmal auf. Oh Mann, das wäre. Ich wette mit euch, ich werde noch in diesen Strudel eingezogen. Ich wette es mit euch. Ich hasse diesen Stern. Ich hasse ihn. Er ist so. Okay, das war knapp. Ja. Ja, ich lese übrigens die Kommentare von euch vor. Nicht wundern, ne? Das ist einfach so ein Tick von mir. Ich bin es einfach gewöhnt, Kommentare vorzulesen und Texte vorzulesen. Das muss man sich dran gewöhnen oder je nachdem, ob man es mag oder nicht. Aber ich weiß nicht, ich einfach. Ich bin es halt einfach auch gewöhnt. Jetzt muss ich auch mal die Reihenfolge ausfinden, denn ich kann hier gerade nicht die Kamera drehen, weil ich die Kamera auf meinen Nummerblock habe. Ich bin eigentlich nicht mal wirklich angestellt, sondern als Community aktiv. Seit wann denn eigentlich? Es gibt da auch nicht noch den Stern, für den du den Rochen hinterher schwimmen musst. Der ist ja nicht so schlimm. Aber die Truhen hier, die sind übelst kacke. Weil die Kamera meistens einfach nicht mitmacht. Weil die Kamera unter Wasser immer hinter Mario fixiert wird. Das ist so richtig derbe Kacke. Das ist so richtiger Abfuck. Nein, 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 nein. Also ich habe glaube ich erzählt, als ich mal im Stream war. Ich glaube, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe hier mal angerufen gehabt vor ein paar Wochen. Ich war da übelst nervös gewesen, ganz ehrlich. Ich war da sowas von nervös gewesen. Als ich da habe ich mich gefühlt wie damals 2010, als ich mit Let's Play angefangen habe. Ganz ehrlich, das war irgendwie so ähnlich. Weil Mats ist ja jetzt, ja, er ist jetzt nicht unbedingt einer, der so ultra ist. Nein, 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 nein. Null. So ungefähr seit Dezember letzten Jahres, seit er eben mit den täglichen Streams begonnen hat. Bei mir war das seit
ist My Magic 6, glaube ich. Da habe ich damals am Anfang, wollte ich ihn nachholen. Hab dann irgendwie irgendwann dann andere Leute geguckt. Hat mich aber so ein bisschen von seinem Stil beeinflussen lassen. Ich bin jetzt nicht unbedingt so derbe abgedreht. Was heißt derbe? Früher war er ja noch derber als heute. Man kann ihn eigentlich so, ja, er ist ja heute auch nicht mehr so abspackend. Teilweise ist er eher ruhiger geworden. Was ich nicht schlecht finde, ehrlich gesagt. Und ich selber bin auch so ungefähr. Ich war früher teilweise auch ein bisschen sehr, sehr aufgedreht. Bin das jetzt nicht mehr so. Also teilweise habe ich auch so Phasen, wo ich da teilweise ein bisschen lauter werde. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt Leute beleidige oder sowas. Ich schalte mich da lieber zurück. Ich bin jetzt keiner von diesen Minecraft-Leuten. Ich habe früher Minecraft, Alter, bist du mich vergackeiern. Früher Minecraft Let's Play, ja, aber ich kann es heute nicht mehr. Ich kann es nur noch im Stream, wenn ich mit anderen Leuten rede dabei oder mit den Zuschauern rede. Aber so an sich kommentieren kann ich es überhaupt nicht. Du hast es in einem Satz. Was? Du hast es in einem Satz 10 teilweise gesagt. 10-mal teilweise gesagt. Ja, und das ist auch so. Ich bin sprachtechnisch ein Üb. Was? Was ist denn das jetzt? Ein übelster Volldepp. Ich kann mich nicht auch nicht ausdrücken. Ich rede teilweise minutenlang und rede um das Wesentliche herum. Ich weiß nicht, kennst du Koshirano? Falls du mit einem Epic Gamer zu tun hast, der ist auch so. Der labert in einem Infovideo, labert der 20 Minuten und das, was er labert, hätte auch in 5 Minuten reingepasst. So bin ich. Das ist, ja. Wenn man mich gucken möchte und verfolgen möchte, muss man wissen, mit was man sich einen anlegt. Da muss man echt wissen. Ja. Und ich möchte halt auch so ein bisschen, so ein früher, als man jetzt so SNES, NES oder die alten. Nein, das geht auch schon wieder schief. Ich kann mir auch diese Reihenfolge nicht merken. Mein Nemesis, der Strudel. Also wenn ich mir so eine Welt angucke, ey, da überlege ich mir echt, ob ich wirklich 100% spielen möchte. Und der Wasser ist diese Steuerung so eklig in dem Teil hier. Ey, ganz ehrlich, ich finde die Steuerung sowas von blöde. Ich glaube, ein LP von Koshi habe ich mal gesehen. Der wirkt auf mich wie eine schlechte Kopie von 2MG, wenn ich ehrlich bin. Schlechte Kopie auch, nee, würde ich nicht sagen. 2MG ist mir ehrlich gesagt teilweise zu kritisch. Viel zu kritisch. Zum Beispiel jetzt dieses Rumgemeckere über Reisen ins All, das ist ja echt, naja, grenzwertig, was er da teilweise echt sehr, sehr viel rummeckert. Ich würde nicht sagen, Koshi hat sich inzwischen auch zu so einer, wenn ich ihn nicht verwechsle, Koshirano ist inzwischen auch erkennt zu privat, also ist es ja nicht, ne? Und die beiden unterscheiden sich auch ein bisschen teilweise. Was heißt teilweise sehr, finde ich jedenfalls. So, ich weiß übrigens echt gesagt echt nicht die Reihenfolge von diesem blöden Ton. So, sorry dafür, aber jetzt muss ich mal kurz eben. Ich habe jetzt nicht die ganze lustige ganze Zeit hier an diesem blöden Studio zu hängen. Das muss jetzt nicht sein. Ich will auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Vor allem in dieser Welt. Vor allem wäre es ja lustig, wenn ich erstmal die 100 Münzen nochmal machen muss. Alter, ey, das ist. Cheater! Ja. Bin ich halt. Ey, du bist auch derjenige, der hier Dinger in seine Spiele, in die Spiele einbauen will. Na, also du halt mal schön dein, wie sag ich das jetzt, dein Mund. Nee, ernsthaft. Wenn ich Gelegenheit habe bei schwierigen. Nein, ich schon wieder. Nein, 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 Wie knapp war das denn? Wie knapp? Wie knapp? What the fuck, ey? WTF, was zum. Du warst eigentlich schon im Strudel. Ja. Ich war eigentlich schon drinne. Wenn das eigentlich klappt, mal, ey. Weißt du, ich wollte ja vorhin schon angefangen. Ich will eigentlich.
Früher als man vielleicht.